So, jetzt habe ich einen Cut gemacht und hat er direkt die nächste Folge gar nicht angefangen aufzunehmen. Ist mir zum Glück gleich aufgefallen, deswegen habe ich nochmal neu geladen. Und jetzt wollte ich eigentlich... Was wollte ich denn eigentlich machen? Ich wollte, jetzt bin ich ganz perplex, erzähl mal was über die Alchemie. Was kannst du mir über die Grundlagen der Alchemie beibringen? Ja, ich kann beim Alchemie lernen. Das ist natürlich ziemlich, ziemlich cool. Richtige Tränke herstellen. Du kannst kleine Tränke herstellen. Das machen wir mal. Unterrichte mich in der Alchemie. Bierbrauen und Alchemie sind sehr ähnlich. Die Wirkung ist bereits in den Pflanzen enthalten. Du musst sie nur am Alchemietisch einkochen und in Flaschen abfüllen. Das ist ja simpel. Okay. Das heißt, wir können jetzt Tränke brauen. Dann erzähl doch mal was noch über die Gegend hier, hm? Was gibt es über die Gegend hier zu wissen? Du bist noch nicht lange hier, was? Die Jungs im Banditenlager stehen ganz im Dienste von Don Esteban. Sie sammeln alles an Gold, was sie finden können. Der Don muss mittlerweile schon ein Vermögen in seinem Tempel da unten haben. Hm. Und du arbeitest für den Don? Du arbeitest für den Don? Mein Junge. Ich habe diesen Hof schon seit ich denken kann. Eines Tages kamen die Tempelruinen aus dem Boden und mit ihnen kam Don Esteban und eine ganze Menge Viehzeug. Ich habe mich arrangiert. Blieb mir auch nichts anderes übrig. Verstehst du? Oh ja, das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Hätte ich wahrscheinlich auch nicht anders gemacht. Tatsache haben wir ja auch gemacht, ne? Hier, komm. Die hartnäckigen Moorleichen auf deinem Hof sind erledigt. Ach, du kannst dir nicht vorstellen, welchen Dienst du mir damit erwiesen hast. Ich danke dir. Nimm dies als Anerkennung von mir. Oh, das ist aber großzügig. Warte mal kurz, husten. So, ich sollte vielleicht aufhören, immer die Quest schon im Vorhinein zu machen, damit wir auch den Auftrag und die Geschichte dahinter mitbekommen. Vielleicht jetzt in der Zukunft machen wir das mal so. So, ja, das Gold. Woher stammt das ganze Gold, das der Don sammelt? Sie bergen es aus den alten Tempelruinen. Unglaubliche Schätze sollen dort zu finden sein. Okay. Und, warte mal, da will ich kurz speichern nochmal, so. Jetzt hat er sich aufgehangen, hallo? Spiel, da. So, her damit. Gibst du mir jetzt das Schutzgeld für die Kämpfer? Hier. Hoffentlich habe ich damit erstmal meine Ruhe. 30 Gold, okay. So, also wir haben von ihm das Schutzgeld, wir haben die Moorleichen gekillt, mehr ist ja auch gar nicht. Hinten ist noch so ein Wurm, aber der ist zu stark für uns. Können wir bei ihm dann vielleicht einbrechen? Oder speichern hier, so. Lalalala. Oh, da ist ein Bier. Was denn, du klaust hier? Na, warte. Oh. Entschuldigung. Das wird ja eine Lehre sein. Oh, das hat bestimmt wehgetan. Die heilige Flamme soll deine diebischen... Was willst du hier? Ich wollte mal an deine Truhe ran. Schlösser knacken verstehe ich nichts. Na gut, dann lade ich mal neu. Der ist nämlich hier sauer auf uns. Okay, ich bin doch aber reingelaufen. Also ganz leise, oder? Ruckel, ruckel. So, okay. Immer nochmal. Ganz leise. Pass auf, was du anfasst. Seh dich. I see you. Ja, okay, dann lassen wir das mal. Ich glaube, das ist kein Schleichen, ne? Warte mal, Schleichen ist, Eingabe. Schleichen ist STRG. Ah, STRG. Ah. Ihr. Truhe. Schlösser knacken verstehe ich nicht. Ja, das müssen wir unbedingt noch lernen. Ganz, ganz wichtig. Alchemietisch. Ich kenne kein Rezept. Ich kenne kein Rezept. Ja, toll, jetzt habe ich Alchemie gelernt und kenne kein Rezept. Speichern? Kann ich hier pennen? Ich würde ja mal eine Runde ratzen, weil ich bin so low. Das versteht der Bauer doch bestimmt, hm? Ah. So, ist auch niemandem aufgefallen. Ich habe hier mal eine Runde gepennt bei dir. Hat dich das gestört? Nö. So. Okay, ja, Schutzzauber, wie viel Gold haben wir denn? Wir haben genügend Gold. Wollen wir uns eigentlich mal mitnehmen, ne? Komm. Gib mir den Schutzzauber. Sicher. Hier hast du ihn. Aber geh vorsichtig damit um. Einmal verwendet, ist die Schriftrolle wertlos. Okay, also vorher speichern. Naja, gut, machen wir ja sowieso. Okay, gut, dann haben wir jetzt einen Auftrag, das Bier zu der guten alten Rachel zu bringen. Achso, hat er was? Was hast du zu verkaufen? Der hatte nichts Tolles, ne? Ich gebe ihm mal hier so einen Ass, so einen alten. Und den Rest behalte ich einfach mal. Ja, nimm. So.
Dumm, die dumm, die dumm. Ah, warte mal, coole Idee gerade. Was hast du zu verkaufen? Er hat Kraut, ne? Gold. Ah, Mist. Bei ihm kostet 7, beim Bauern kriege ich, nee, Quatsch, bei ihm kostet 10, beim Bauern kriege ich 7. Schade. Hätte klappen können. So. Oh, da ist auch ein Kraut. So, her damit. Und da ist noch irgendwas. Eine Minze. Hm, yam, yam, yam. Wir uns ein bisschen After Eight machen. So. Jetzt geben wir mal der Rachel ihre... Oh, ein Grünblatt. Ihre Lieferung an Bier. Bier, Bier, Bier. Bier, 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 Bier. Bierbart. Oh, hier ist noch ein Heilkraut. Hui. Über den Kopf. So. Ich mal sagen, haben wir jetzt eigentlich das ganze Schutzgeld? Mit deinen Problemen musst du wohl allein fertig werden. Ich brauche Schutzgeld. Na gut. Dann gibt man ihr das einfach mal so. Kurz das speichern. So. Übrigens. Warte mal, wenn ich das jetzt sage. Ich mache erstmal das hier. Broger zwingt den Jäger Sam für ihn zu arbeiten. Er sägt den ganzen Tag Brogers Holz. Was? Der Mistkerl soll jagen gehen? Was glaubt Broger eigentlich, wie ich die Säcke hier füttern soll? Ohne Fleisch. Geh und regel die Sache. Ich will das Fleisch. Okay, mache ich gleich. Ich weiß nicht, ob ich das hier machen soll, weil wir kämpfen ja auch. Und dann wird man uns ja selber so ein bisschen verraten. Das lasse ich mal. Aber ich habe da noch ein bisschen Bier. Der Sumpfbauer schickt mich mit 10 Flaschen seines Bieres. Na endlich, ich brauche das Zeug, gib es mir. Warte mal, der will 50 haben, ne? Weißt du was? Moment, Robert will 100 Goldmünzen dafür. Was? Für so viel würde ich selbst bis in die Vulkanfestung gehen, um das Bier zu besorgen. Ich warne dich, verarsch mich nicht. 100 Goldmünzen, oder ich nehme das Zeug wieder mit. Das ist Erpressung. Na schön. Hier hast du deine 100 Gold. Wehe dir, wenn du mich belogen hast, Freundchen. Und jetzt her mit dem Bier. Ja, ich habe mir mal eben 50 Tacken verdient. Übrigens. Ach so, das, warte mal. So, ich weiß nicht, was passiert, wenn wir ihr jetzt das verraten. Ich würde mal sagen, ich speichere mal und teste es einfach aus, hm? So, einmal testen. Übrigens. So. Die Kämpfer veranstalten Arena-Kämpfe. Ach, sollen sie doch. Hoffentlich hauen sie sich gegenseitig mal so richtig die Grütze aus dem Hirn. Dann sind sie vielleicht etwas ausgeglichener und nerven mich nicht ständig. Okay, haben wir ein bisschen Erfahrung bekommen. So, warte. Mal speichern. Safe is safe. Übrigens. Craig spielt um Gold mit seinen Jungs. Dieser Mistkerl, er weiß genau, dass der Don sowas hier im Lager nicht haben will. Die Hunde sollen ihm das Gold bringen und es nicht für jeden Mist verjubeln. Geh hin und sag ihm, dass er damit aufhören soll. Okay, jetzt habe ich dir das gesagt. Du machst das schon. Ja, ich mach das mal. Und jetzt würde ich das ihm aber eigentlich... Wo sind da hin? Ah, da. Jetzt weiß ich ja nicht, was passiert, wenn ich ihm das jetzt hier erzähle. Ich will spielen. Ah. 50, 100. Dann machen wir erstmal ihn. Ich werde dich in der Arena besiegen. Na gut, wenn du unbedingt willst. Abgemacht. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist. Und das können wir eigentlich auch machen. Domingo hat keine Chance gegen mich in der Arena. Ha, das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Abgemacht. Viel Erfolg. So, jetzt haben wir ihm das Gold gegeben. Jetzt gehe ich nochmal kurz zum Bauern. Er hat nämlich jetzt kein Gold mehr. Ich hoffe, dass er sich begnügt mit einem feuchten Händedruck quasi. Ja, wir sind ja hier bei den Banditen, aber. Und ehrlicherweise sind wir ja aktuell auch so eine Art kleiner Bandit. So ein kleiner hinterlistiger Mistkerl. Und bevor ich Magier werde, dachte ich mir, komm, wir machen noch ein bisschen Unfug. Und rauben noch ein bisschen hier die Jungs und Mädels aus. Und das, ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Ich habe jetzt quasi das Bier bekommen. Von ihm kostenlos. Hab's Rachel gegeben für 100 Tacken, obwohl er nur 50 haben will. Jetzt will ich ihm eigentlich verklickern, dass Rachel nichts dafür bezahlt.
Mal gucken, was ist passiert. So, mal gucken. Können wir uns vielleicht das ganze Gold einfach behalten? Wäre doch super. Warte mal. So. Kurz speichern vorher. Ah, nein. Ah, Mist, das habe ich überspeichert, ne? Na egal. Ich habe dein Bier bei Rachel abgegeben. Sehr gut, Junge. Hast du das Gold bekommen, worum ich dich gebeten hatte? Nein. Nein, ich habe nichts bekommen. Hätte mich auch sehr gewundert. Heute muss halt jeder sehen, wo er bleibt. Es hat funktioniert. Lass gut sein. Nun? Ja? Nun? Lass gut sein. Ja? Lass gut sein. Okay. Also hat anscheinend ja funktioniert. Na top. Wunderbar. Hier ist noch ein Kraut. Oh, da hab ich mal kurz klammheimlich gehustet. Kann ich ihm denn... Wie viel Kraut habe ich denn jetzt? Kraut. Kraut. Habe ich 9. Wir mal testen, ob ich ihm jetzt noch Kraut geben kann oder ob der sauer ist. Da ist auch ein Kraut auf jeden Fall. Das pflücke ich mir mal schnell so. Zack. Und dann geben wir ihm das mal. In der Hoffnung, dass es noch funktioniert. Ja, geht. Ich habe Kraut für dich. Gut gemacht. Hier ist dein Gold. Juhu. So, und 50 Erfahrung, Mensch. Das lohnt sich ja richtig. Da können wir fast ihm noch das Kraut abkaufen, ne? Mal 50 EP mit absnacken. Wie viel hat er nochmal eingesteckt? Der hat, upsala. Was hast du zu verkaufen? Er hat 6 Stück, also 4 fehlen noch. Nee, komm, lass er mal. So. Jetzt würde ich sagen, wir machen mal die Arena-Kämpfe weiter, dass wir ein bisschen vorankommen. Was mit ihm hier eigentlich? Alles klar bei dir? Na klar. Mach dich nützlich. Okay, mach ich. Versprochen. So. Gehen wir mal hier runter. Oder würde ich sagen, wir machen, ich weiß nicht, mit Broga können wir nochmal reden. Ich weiß nicht, wegen dem, genau, Schutzgeld. Siehste, mein Gott, Schutzgeld, ganz, ganz wichtig. Ich will dein Schutzgeld für diesen Monat abkassieren. Ja, so siehst du auch aus. Hier hast du das Gold. Dankeschön. So, warte mal kurz. Eben was gucken, blalalala. So, okay. Gucken, ob noch die Aufnahme läuft. Ihr wisst ja, ich habe ein bisschen Angst, dass es nicht richtig funktioniert in letzter Zeit. Und da muss man mal raustappen und leider hat das spielt ja keinen Fenster-Vollbild-Modus. Ne, Phil? Oh, okay. Clay hat deinen Posten übernommen. Das wurde auch verdammt nochmal Zeit. Danke. Hier hast du ein paar Münzen. Ich ruhe mich jetzt aus. Juhu. Übrigens, noch eine Frage. Kann ich was von dir lernen? Du bist noch ehrgeizig, was? War ich auch mal. Abgesehen vom Kampf gibt es ein paar nette Talente, die du drauf haben solltest. Schleichen, Schlösser öffnen, Taschendiebstahl. All diese nützlichen Sachen kann ich dir beibringen. Oh, gut. Ja, unbedingt. Ich will ein besserer Dieb werden. Also Schleichen habe ich schon, Schlösser öffnen ist natürlich sehr, sehr interessant und Taschendiebstahl. Dein Geschick beim Bestehlen von Personen. Du kannst leichte Taschendiebstähle riskieren. Schlösser öffnen, du kannst leichte Schlösser knacken. Also ich weiß auf jeden Fall, dass das Schlösserknacken total wichtig ist. Das ist mega wichtig. Das hier weiß ich ehrlich gesagt nicht. Allerdings würde ich beides machen, aber ich mache es mal Schlösser öffnen. Zeig mir, wie man Schlösser knackt. Viele Schlösser haben einen Sperrbolzen, den du erst runterdrücken musst, um das Schloss zu öffnen. Anschließend kannst du mit dem Dietrich in alle Richtungen drücken, bis das Schloss offen ist. Aber sei vorsichtig. Wenn du in die falsche Richtung drückst, kann es passieren, dass dein Dietrich abbricht. Und dann muss ich mir quasi einen Reinhard holen, weil dann der Dietrich weg ist. Okay, mehr haben wir jetzt nicht, also... Ich will ein Best... Ja. Wir haben nicht genug Gold, ne? Na gut, machen wir das später. Jetzt können wir zumindest mal kleinere Truhen öffnen. Jetzt kann ich nochmal gucken, warte mal. Haben wir denn einen Dietrich dabei? 3 Stück, ne? Die reichen ja bestimmt eine ganze Weile. Hoffe ich mal. Ich will mal kurz zum Bauern stratzen und dort mal versuchen, die Truhe aufzuknacken. Gucken, ob das funktioniert. Lalalala. Kann er eigentlich auch sprinten? Nee, ne? Na, egal. So, lieber Herr Bauer. Ich habe da gerade was gelernt und das muss ich einfach mal anwenden. Ich muss wissen, ob das funktioniert. Und wie das vor allem geht. Schon Ewigkeiten her, dass ich mal ein Schloss geknackt habe. Ich weiß nur halt, wie gesagt, dass es ziemlich wichtig ist. So, speichern. Und dann würde ich sagen, einmal hier rein in die gute Stube und dran da. Juhu. A oder D, um die Kombination zu knacken. A. Und nochmal. Ah. Geschafft. Ah. Rezeptur.
Aha, kleiner Heiltrank, das ist schon mal gut. Eine Säge, ein bisschen Brot, ein Mahntrank und 40 Gold, siehste? Hat sich schon gelohnt. So. Wir haben gerade für 100 Gold das gelernt. Wir haben jetzt eine Truhe aufgemacht und haben schon 40 Gold rausbekommen. Das heißt, wir haben jetzt noch 60 Gold miese quasi. Kriegt man also, ich denke mal, es sind noch viele Kisten dann da. Ich weiß auch, dass in der Hafenstadt diverse Kisten rumstehen. Gehen wir dann schön knacken. So. Achso, jetzt wollte ich aber erstmal hier runtergehen. Ein bisschen gucken auf die Aufnahmezeit. Ich habe meinen Timer vergessen, warte mal. Okay, so, das passt ja. Gut. Blöd, dass das Spiel kein Fenster-Vollbildmodus hat, das ärgert mich voll. Ah, naja, egal. Wir wollen noch ein bisschen Schutzgeld eintreiben. Die Frage ist, wo? Haben wir dann bei ihm hier schon? Gibt's Probleme? Okay, geht nicht. Nein, jetzt nicht. Okay, dann vielleicht bei Hawkins. Gucken wir mal, speichern hier, so. Hallo Hawkins. Enrico arbeitet wieder an seiner Ausgrabungsstelle. Tatsächlich? Wie hast du das denn geschafft? Frag besser nicht. Na gut, dank dir. Hier, nimm das Gold. 5 Gold, du. Kannst dich wieder entspannen. Ich hab mich um die Arbeiter gekümmert. Das ist gut. Dann bleiben mir jetzt wenigstens die Schläge des Donners spart. Aber? Gib mir dein Schutzgeld für diesen Monat. Mir bleibt doch nichts erspart. Tja, wie gewonnen, so zerronnen. 20 Gold, echt wenig. Was? 500 Gold für die Arbeiterkleidung? Ich raste aus. Was? 500? Warte mal. Ich hab nur 98. Blöder Mistkerl. Weißt du, da habe ich für ihn die ganze Scheiße gemacht. Und dann muss ich trotzdem noch Gold dafür bezahlen, dass ich seine ranzigen Sachen hier kriege. Ja, futter dein Brot. Na gut, dann müssen wir mal gucken, wo ein bisschen, Ich fürchte, es wird keiner der Kämpfer kommen, um dich zu unterstützen. Ach ja? Habe ich mir schon fast gedacht. Egal, ich danke dir trotzdem für deine Mühe. Na klar. Und, wie sieht's denn eigentlich mit Schutzgeld aus? Wie sieht's aus mit deinem Schutzgeld an die Kämpfer? Tja, wenn du jetzt der neue Eintreiber bist, werde ich's dir wohl bezahlen müssen, oder? Hier. Jawohl, wieder 20 Gold. Ich hoffe ja auch, dass ich das ganze Schutzgeld behalten kann und nicht dem dummen Broger abgeben muss. Eine einfache Truhe. Kann ich die einfach öffnen, wenn die so einfach ist? Ach, hier war ich schon dran. Na gut. Da ist schon meine schmutzigen Griffel dran. Hier Au! Tatsache. Hier ja, ist ein guter Hinweis. So. Dann einmal. Zack. Oh, weg damit. Nochmal rein da. So. Und ein letztes Mal. So. Geschafft. Oh, dann noch ein bisschen hier den Dreck da wegputzen. Und 3, 2, 1. So. Was ist denn da Feines drin? In diesem Schatz. Ein paar Bolzen, Halskette. Oh, 200 Gold wert, alter Schwede. Ein Ring, Axtkampf plus 1 und ein Dietrich. Alter, das hat sich doch mal ordentlich gelohnt hier. So, mal kurz husten, Moment. So. Also wir müssen auf jeden Fall die Augen offen halten nach diesen Grabungsstellen. War hier auch schon dran? Natürlich. Ja, keine Kiste bleibt hier liegen. Wir nehmen alles mit. Auch den Nautilus hier. Kann ich gar nicht mitmachen. War ich denn eigentlich schon bei ihm hier Schutzgeld abkassieren? Hallo? Ich habe da mal eine Frage. Der arme Louis. Obwohl, der versäuft eh sein ganzes Gold. Da kann er auch was abdrücken, ne? Oder? Solltest du nicht eigentlich jagen gehen? Oh Mann. Das fängst du auch noch an. All das geht hier den Bach runter und ich soll mir den Stall verrenken? Nee. Lass mal. Ich trinke mir lieber einen. Na gut, obwohl. Ich hab doch Bier, ne? Du kriegst von mir noch ein Bier, wenn du wieder jagen gehst. Nee. Da muss ich mich ja bewegen. Mach du. Ich kann nicht. Erstmal Schutzgeld. Rück das Schutzgeld raus. Der Monat ist rum. Ja. Hier. Musst ja nicht gleich handgreiflich werden. Okay, ich speichere mal kurz. Ich will den eigentlich, ich finde ihn irgendwie ganz schnuckelig hier, aber
Ich glaube, wir müssen den tatsächlich jetzt verprügeln. Du wirst jetzt jagen gehen, sonst kannst du was erleben. Pass mal auf, ich mach dir einen Vorschlag. Lass hören. Du gehst rüber und erledigst die wuseligen Ratten da im Süden. Dann kommst du wieder hier. Und ich gebe dir 30 Goldmünzen. Was meinst du dazu? Ich glaube, das habe ich schon gemacht. Die wuseligen Ratten im Süden sind alle erledigt. Na Mann, das ging aber schnell. Bist als Jäger gar nicht so schlecht, Alter. Ja, hast du 30 Goldmünzen? Moment mal, das sind nur 25. Ja, tatsächlich. Hey, dann eben 25. Mehr habe ich sowieso nicht. Na gut, ich glaube, den kriegt man nicht zu jagen zu gehen. Hat er jetzt, also wir haben ja eh schon seinen Job gemacht. Ja, haben wir noch Informationen? Warte mal, mal kurz probieren. Ein Bier für eine Information. Klar, her damit. Hier, wie schafft es Broga, dass alle Angst vor ihm haben? Ein Fallspinsel, das ist ganz einfach. Er ist der stärkste Kämpfer im Lager. Den hat noch keiner umgehauen. Okay, und Hier, wie kriege ich Broga dazu, dass er mit mir in die Arena steigt? Das ist doch nicht dein Ernst. Der macht Kleinholz aus dir. Ja, ja, erzähl mir lieber, was ich wissen will. Das Einzige, was den Kerl aus der Reserve... Aus der Reserve lockt? Genau, ist Angst. Angst, seine Machtstellung im Lager zu verlieren. Wenn einer kommt, den alle respektieren, wird er aufmerksam. Mach all seine Krämpfe in der Arena platt. Und er will selbst testen wollen, wie gut du wirklich bist. Verstehe.